Beim Skifahren kann man sich bei Stürzen oder Unfällen ganz schnell schwerwiegende Verletzungen von Knochen, Gelenken und Muskeln zuziehen. Während Spitzensportlern normalerweise Spezialisten zur Verfügung stehen, sieht es beim Normalbürger häufig anders aus, wodurch im ärztlichen Übereifer manchmal vorschnelle Operationen durchgeführt werden. Eine professionelle Behandlung von Skiverletzungen auch für Normalmenschen, dieses Ziel setzt sich seit Ende November nun die neue Christa-Kienshofer Skiklinik als Teil der Athos-Kliniken in Heidelberg und München. Bei der Erstbehandlung im Skigebiet werden Verletzungen häufig zu schnell operativ behandelt, ohne dass sich die Betroffenen zuvor mit allen Behandlungsmöglichkeiten auseinandersetzen können. In vielen Fällen ist eine sofortige Operation jedoch nicht dringend notwendig und kann den Heilungsprozess auch hindern. Wenn ein operativer Eingriff stattgefunden hat, ist dies meist nicht mehr umkehrbar und die Chance auf eine optimale Behandlungsmethode wird in einigen Fällen dadurch verbaut. Insbesondere bei Muskelverletzungen und Bänderrissen sei es wichtig, für den Patienten die beste und erfolgsversprechendste Behandlungsmethode zu wählen, um eine komplette Erholung des Patienten zu gewährleisten, betonten die Ärzte in der Athos-Klinik. Sowohl Privatpatienten als auch Angehörigen der gesetzlichen Krankenversicherung stehen mit dem neuen Angebot der Skiklinik nun auf Skiverletzungen spezialisierte Fachärzte zur Verfügung, erklärten die Verantwortlichen der Skiklinik und die frühere Top-Skifahrerin und Initiatorin des Projekts Christa Kienshofer. Bei einer Pressekonferenz in Heidelberg nahmen auch der Gewichtheber Matthias Steiner und Eishockey-Nationaltorwart Dennis Endras teil. Diese berichteten von ihren Erfahrungen bei der Behandlung von schwerwiegenden Verletzungen durch das Team der Athos-Klinik und lobten die behandelnden Ärzte für ihre kompetente und offene Behandlungsmethodik. Gerade für sie als Spitzensportler sei es extrem wichtig, bei Verletzungen richtig behandelt zu werden, um wieder die volle Leistungsfähigkeit erreichen zu können, betonten die beiden Sportler. Patienten mit Skiverletzungen können über eine neue Hotline-Nummer der Christa Kienshofer Skiklinik ab sofort noch vor der Behandlung im Skigebiet bei Spezialisten um Rat fragen und sich so über die besten Behandlungsmethoden für ihre Verletzungen informieren. In Rücksprache kann dann entschieden werden, ob ein Eingriff am Unfallort sinnvoll oder notwendig erscheint oder ob man sich nach der Rückkehr vom Skitrip in aller Ruhe von den Spezialisten der Skiklinik behandeln lassen kann.